Heute jährt sich das erste Mal der Anschlag von Hanau. Heute vor einem Jahr, am 19. Februar 2020, ermordete ein Rechtsterrorist in der hessischen Stadt Hanau aus rassistischen Motiven 9 Menschen. Ihre Namen dürfen wir niemals vergessen. Sie hießen Gökhan Gültekin, Serdat Kürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kirpatsch, Hamza Kurtovic, Willi Virol Pauen, Fatih Saracuklu, Ferhat Unvar, Kaloyan Belko. Sie alle waren unter 40, sie alle hatten noch ihr ganzes Leben vor sich. Der Täter kannte kein einziges seiner Opfer. Er ermordete sie, weil sie anders aussahen. Die Polizei hat ihn nicht geschnappt. Es gingen viele Notrufe in der Tatnacht ein. Die meisten kamen nicht durch, weil die Leitstelle nicht ausreichend besetzt war. Der Mörder fuhr nach der Tat zu sich nach Hause, ermordete noch seine Mutter und erschoss sich im Anschluss selbst. Was an jenem 19. Februar 2020 in Hanau genau geschah, das kann man vielerorts nachlesen. Ich möchte heute vor allem darüber reden, wie es zu dieser Tat kommen konnte. Was war die Motivation von Tobias R.? Wieso hat er sich ausgerechnet Shisha-Bars für seinen Anschlag ausgesucht? Ich werde auch darüber reden, wie dieser Staat die Zeichen ignorierte, dass Tobias R. eine Gefahr ist und wie führende Politiker durch die Stigmatisierung und Dämonisierung von Shisha-Bars dazu beigetragen haben, dass sich der Rechtsterrorist ausgerechnet Shisha-Bars als Anschlagsort ausgesucht hat. Aber fangen wir zuerst damit an, dass Tobias R. ja mit Waffen die Menschen ermordet hat, mit Pistolen. Und diese besaß er ganz legal. Er besaß seit 2013 2 Waffenbesitzkarten. Zum Zeitpunkt der Tat besaß er ganz legal 3 Waffen. Er hat im Schützenverein intensiv das Schießen geübt. Und es gab genug Zeichen, dass dieser Mann nicht geeignet war, Waffen legal zu besitzen. Seine Zuverlässigkeit, wie man juristisch sagt, wurde nie richtig geprüft. So stellte der Mörder von Hanau wiederholt wahnhafte Anzeigen. Ja, 2002 machte er mehrere solche Anzeigen, behauptete, Geheimdienste verfolgen ihn. Mehrfach wurde attestiert, dass er schwerwiegende psychische Störungen hat. Als man ihn versucht hat, in eine psychiatrische Klinik zu bringen, hat er einen Polizisten angegriffen. Und als er dann sozusagen letztlich in die Klinik kam, wurde er noch am selben Tag entlassen mit dem Vermerk ungeheilt. 2002 ist lange her, aber es sollte nicht das letzte Mal sein, dass der Mörder von Hanau auffällt. 2018 wurde zum Beispiel gegen ihn ermittelt, wegen Betäubungsmitteldelikten und fahrlässiger Brandstiftung. Bis zum Anschlag am 19. Februar 2020 tauchte Tobias R. in insgesamt 15 Ermittlungsakten auf. 5-mal als Beschuldigter. Es gab also genug Gründe zu sagen, dieser Mann darf zumindest keine Waffen besitzen. Und 2019 versendete er an den Generalbundesanwalt eine Strafanzeige gegen eine unbekannte geheimdienstliche Organisation, die ihn verfolgen würde. Teile von diesen Vorwürfen tauchten später in seinem Pamphlet auf, das er sozusagen anlässlich der Tat veröffentlichte, auf das ich gleich nochmal zu sprechen kommen werde. Halten wir einfach mal fest, bis 2020 gab es genug Hinweise, dass jemand wie Tobias R. keine Waffen legal besitzen dürfte. Er ist in Strafverfahren aufgefallen, er ist als psychisch krank aufgefallen, wiederholt. Er ist sogar noch ein Jahr vor der Tat mit seiner komischen Anzeige an den Generalbundesanwalt. Es hatte keine Folgen, er durfte Waffen besitzen, ein Wahnsinn. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf seine Tatmotive. Wenige Tage vor dem Anschlag von Hanau veröffentlichte er auf seiner Webseite einen Text, einen 24-seitigen Text, der den Titel hatte Skript mit Bildern. In diesem Text offenbart er ein rassistisches, rechtsextremes und verschwörungstheoretisches Weltbild. Der Text war bis einen Tag nach dem Anschlag in Hanau abrufbar. Und im Prinzip hat er sich aus dem Internet heraus eine Ideologie, eine rechtsextreme, verschwörungsideologische Ideologie gebastelt. Und viele Elemente seines Textes reihen sich ein in Texte anderer Rechtsterroristen. So fordert der Attentäter von Hanau in seinem Text die Völker von 24 Nationen zu vernichten. Er wettert dort gegen den Islam und er sagt auch, dass man in Deutschland die Bevölkerung um die Hälfte reduzieren könnte, weil nicht sozusagen alle Menschen hier reinrassig seien. Dieser Teil des Pamphlets zeigt sehr gut seinen faschistisch-völkischen Wahn. Gewürzt wird das Ganze, dieser Faschismus, mit Verschwörungstheorien.
Er werde von einem Geheimdienst verfolgt. Dieser Geheimdienst könnte Menschen fernsteuern. Er referiert auf die QAnon-Verschwörungstheorien und er nennt die in seinem Text. Und dann kommt in seinem Text auch noch blanker Frauenhass zum Vorschein. Er verweist darauf, dass er seit 18 Jahren keine Freundin hat, sagt, er hat sehr hohe Anforderungen an eine Partnerin. Mit diesem Teil seines Textes greift er vor allem Motive der sogenannten Incel-Subkultur auf, die vor allem aus den USA kommt und von einem extremen Frauenhass geprägt ist. Auch der Attentäter von Halle hat dieses Frauenhass-Motiv in seinem Text gehabt. Und oft ist diese Incel-Subkultur der Weg in das rechtsextreme Milieu, wie Studien zeigen. Die Art und Weise, wie er seine rechtsextreme, verschwörungstheoretische und frauenhassende Ideologie sich selber gebastelt hat, das erinnert stark an Attentäter wie Anders Breivik oder Stefan Baliet in Halle. Denn auch die haben sozusagen aus dem Internet sich eine Ideologie gebastelt und auch viele der Motive sind bei ihnen ähnlich zu dem Attentäter von Hanau. Man kann im Prinzip sagen, dass diese Mischung aus rassistisch-völkischer Ideologie, Verschwörungstheorie und Frauenverachtung eine Gemeinsamkeit der heutigen neuen Rechten ist, die auch bis in den Rechtsterrorismus mündet. Nun habe ich über die Tatwaffe geredet, ich habe über die Tatmotive geredet. Schauen wir doch mal auf den Tatort oder auf die Tatorte. Er suchte sich ganz gezielt Shisha-Bars als Anschlagsort aus. Das war kein Zufall. Er hatte vor seinem Attentat schon Shisha-Bars ausgespäht. Er hatte sogar extra mal eine Wohnung über einer Shisha-Bar gemietet, um sich das alles genauer anzuschauen. Shisha-Bars ziehen wie immer wieder den Hass der extremen Rechten auf sich. Die AfD hat dazu schon diverse Hass-Sharepics veröffentlicht. Sie sind Orte migrantischer Selbstkultur, migrantischen Selbstbewusstseins und damit AfD und Konservativen ein Dorn im Auge und die hetzen ganz massiv auch gegen diese Bars. Fakt ist, die AfD hat die Dämonisierung von Shisha-Bars nicht für sich gepachtet. Auch Politiker von CDU und SPD, Boulevardmedien hetzen immer wieder gegen Shisha-Bars, schicken die Polizei zu Razzien rein, reden von organisierter Kriminalität oft ohne Nachweise. Das Ganze schafft natürlich einen bestimmten Ruf von Shisha-Bars in der Öffentlichkeit. Und der Ruf ist, das ist irgendwas Böses, das ist bäh. Das sollte man meinen, das sind Kriminelle. Weil die allermeisten Menschen, die in eine Shisha-Bar gehen, einfach eine Shisha rauchen wollen und nichts anderes. Vor allem wird seitens der herrschenden Politik so getan, als ob Shisha-Bars und Clan-Kriminalität mehr oder weniger dasselbe sei. Auf eine Anfrage der Linken in Berlin musste der Innensenator einräumen, dass die Polizei, wenn sie in die Shisha-Bars geht, keine konkreten Hinweise auf organisierte Kriminalität hat, dass es sich um anlasslose Kontrollen handelt. Die Behauptung also in der Öffentlichkeit, das ist organisierte Kriminalität, deshalb gehen wir da rein, das ist durch Fakten nicht belegt. Das Ganze ist eher so nach dem Motto, wir gehen mal rein und gucken und vielleicht finden wir ja was. Allein in Berlin wurden in einem Jahr 190 Shisha-Bars durchsucht. Im Sinne des Kampfes gegen die organisierte Kriminalität kam da fast gar nichts raus. Das Ganze dient meistens nur der Profilierung von Politikern, ja, die sich dann, nachdem eine Shisha-Bar kontrolliert wurde oder während das passiert, damit vor Polizisten ablichten lassen. Das ist in Berlin so. Das ist aber auch in NRW so, wo der konservative Innenminister Reul den Shisha-Bars den Kampf angesagt hat. Der Hauptfund ist meistens unverzollter Tabak. Dieses Vorgehen gegen Shisha-Bars und die mediale Rezeption dazu nimmt in Kauf, dass Shisha-Bars zu Zielen werden, dass sie dämonisiert werden und dadurch zu Zielen werden, wie zum Beispiel des Anschlags in Hanau. Besonders tragisch ist, dass eine der beiden betroffenen Shisha-Bars in Hanau mehrmals von der Polizei durchsucht worden war. In der Tatnacht war eine der Notausgänge zu. Zwei Opfer starben dadurch, weil sie wollten fliehen und kamen nicht raus. Warum dieser Notausgang zu war, ist derzeit ein Fall für staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Es gibt hier Aussagen, die sagen, die Polizei hatte die Schließung angeordnet, die Polizei bestreitet dies, das muss intensiv untersucht werden. Wir müssen aufhören, Menschen wegen ihres Aussehens, wegen ihrer Kultur zu stigmatisieren. Diese Stigmatisierung, ja, Menschen in eine Shisha-Bar, die sind bösartig, als Beispiel, ja, oder das Neueste ist ja jetzt immer, die haben eine fette Karre, die sind bestimmt in der Geldwäsche oder organisierten Kriminalität unterwegs. Sowas schafft Hass und dieser Hass kann mörderisch sein. Wir sind es den Opfern von Hanau schuldig,
alles zu tun, um gegen Rassismus vorzugehen, und die Politik ist gefragt, rassistische Vorurteile nicht als Teil von Stimmungsmache und politischer Profilierung zu nutzen.